Über das Format Pimp My Kitchen hat Sallys Welt wieder eine Küche veröffentlicht und wir schauen uns in diesem Video an, ob diese Küchenplanung sinnvoll ist. Und dabei, wie immer, viel Spaß! Herzliche Grüße von Gutsmann Küchen, denn Essen gut, alles gut und das kommt von Küche gut. Ja, und Sallys Welt hat in ihrem Format Pimp My Kitchen in Folge 7 auch wieder eine Küche veröffentlicht und wir wollen uns jetzt anschauen, ob diese Küchenplanung sinnvoll ist und dann starten wir mit dem Video. Das Video selber geht 27 Minuten und 53 Sekunden. Sallys Welt gibt uns aber hier auch einen super Service, denn das Video ist in Kapitel unterteilt, so wie wir das halt auch machen. Und wir haben hier ein Kapitel Küchenplanung und ein Kapitel die Küchentour. Das sind die beiden Kapitel, mit denen wir uns jetzt intensiv beschäftigen. Und wir springen zu einer Minute und 37 Sekunden. Da geht es nämlich um die Küchenplanung. Küchenplanung. Zuerst solltet ihr euch einfach mal überlegen, soll es eine funktionale Arbeitsküche werden oder eine gemütliche Wohnküche? Und bei uns ist es natürlich eine gemütliche Wohnküche, weil unsere Küche eine offene Küche ist, die direkt in den Essbereich und ins Wohnzimmer mündet. Und da habe ich mir jetzt einfach nur gedacht, die alte Küche war einfach so geplant. Hier geht es jetzt um den Küchenstil, um die Einrichtung, wie das die Küche gestaltet werden soll. Das ist natürlich bei der Bedarfsanalyse ganz, ganz wichtig. Wie soll der neue Raum genutzt werden oder wie soll der Raum neu genutzt werden? So ist es ja in der Regel richtig. Und wir schauen mal weiter rein, was für Eigenschaften hier von Sally genannt werden. Dass sie recht an der Wand entlang geplant war und es war zwar eine Kücheninsel im Raum, aber wir wollten da immer schon eine Küchentheke haben. Also das ist eigentlich für mich immer so ein Ort gewesen, wo ich gesagt habe, perfekt, da verbringe ich den Hauptteil meiner Zeit und deswegen war für mich eine Küchentheke, wo man eben auch dran sitzen kann, morgens frühstücken kann oder auch mal sich mit Freunden treffen. Die Kücheninsel soll hier Kommunikationsmittelpunkt sein, also nicht wie in der alten Küche einfach nur ein Arbeitsbereich, sondern die Insel soll in dem Raum Mittelpunkt und natürlich auch Kommunikationsmittelpunkt sein. Deshalb hier die Tischlösung und in Form eines Tresens. So hat es jetzt hier benannt. Wir werden mal sehen, was am Ende dann hier geplant bzw. natürlich auch montiert wird. Hier 5 Jahre nicht und deswegen war das für mich eigentlich so eins der wichtigsten Dinge. Das ist auch nochmal ein ganz guter Tipp für eure Küchenplanung, dass ihr wirklich hergeht, wenn ihr das Ganze neu macht. Was hat euch an der alten Küche gestört? Was wollt ihr an der neuen Küche neu bzw. anders machen? Das ist nochmal hier eine sehr gute Bei der Küchenplanung ist auch wichtig, dass ihr euch wirklich im Vorfeld erstmal Notizen macht, was ist mir wichtig. Sind es die Funktionalitäten? Ist es das Aussehen? Sind es vielleicht 2 Backöfen? Sind es die Elektrogeräte? Und da muss man ja einfach mal schauen, was ist so der private Bedarf. Das heißt bei uns gemütlich. Genau, also sie spricht ja nochmal ganz konkret die Bedarfsanalyse an. Das ist hier an der Stelle sehr, sehr wichtig. Und sie geht auf die verschiedenen Punkte ein, was halt gemacht werden soll, was natürlich auch für Geräte, also was für Eigenschaften die Küche mitbringen soll. Ne, was brauche ich an Stauraum? Wie soll der Stauraum aussehen? Dann, wie gesagt, schon Elektrogeräte, dann das ganze Zubehör, Steckdosen, ne? Dann der Wasserplatz, also Spülplatz, dann Geschirrspülerposition, ne? Hochgesetzt, ungesetzt, das spielt da alles rein. Natürlich hat man ja gerade hochgebaute Geschirrspüler, also Thema Ergonomie, von wem wird die Küche benutzt? Das ist natürlich bei Sallys Welt natürlich auch spannend, weil zum Zeitpunkt der Planung gab es ja 2 unterschiedliche Körpergrößen. Einmal Murat, der doch relativ klein ist, und Sally, die ja um einiges größer ist als er. Also das ist halt dann von der Arbeitshöhe dann auch ein sehr spannender Aspekt. Und ich bin gespannt, wie das am Ende gelöst wurde. Übliche Wohnküche, Kücheninsel, Küchentheke, schön hell und freundlich und trotzdem Mut zur Farbe. Wir haben jetzt hier also den großen Küchenraum. Bei uns hier jetzt geht's schon in die Planung. Fenster schon mit dabei. Die Bedarfsanalyse sollte dann bei euch natürlich umfangreicher sein. Ich denke mal, hier für das Video ist das halt einfach ein Stück weit eingekürzt, nur mit, wie gesagt, den gestalterischen Dingen. Aber hier ist es halt wirklich bei eurer Küchenplanung unheimlich wichtig, halt eben auch auf die praktischen Dinge einzugehen, denn die Küche ist ja ein
Arbeitsraum. Na, das Küche ist ein Produkt, was ihr tagtäglich mehrfach nutzt. So, dann schauen wir mal an, wie die Planung der Durchgang zum Hauswirtschaftsraum und natürlich der Durchgang hin zum Wohnzimmer. Das heißt, ich habe in die Mitte einfach erstmal eine Kücheninsel geplant, den Wasserplatz festgelegt, hinten am Fenster und habe aber auch direkt noch Anschlüsse gelegt, nämlich zu den Backöfen rüber, weil man da nämlich noch direkt, wenn man so ein bisschen in den Rohbau zurückgeht, auch sagen kann, ich möchte jetzt Festwasseranschluss für die Backöfen zum Beispiel. Das ist natürlich wichtig, wenn Geräte wie Backöfen, Kaffeeautomat, aber auch halt Kühlschrank gibt es ja auch mit Eiszubereiter, wenn die Festwasseranschluss haben, dann ist wichtig, dass die Wasseranschlüsse nicht zu weit weg sind. Das hat einen hygienischen Aspekt. Also hier ganz, ganz wichtig, dass natürlich dann im Bereich der Geräte von der Installation her dort entsprechend die Wasser und bei dem einen oder anderen Gerät natürlich dann auch die Abwasseranschlüsse liegen. So, machen wir mal weiter. Und sowas kann man dann in der Planung schon mal direkt berücksichtigen. Dann habe ich mir gedacht, der Durchgang zum Hauswirtschaftsraum ist für mich wieder der versteckte Durchgang. Das heißt, da muss auf jeden Fall wieder eine Durchgangstür rein, die aber aussieht wie eine Schrankfront, sodass man eigentlich von außen gar nichts sieht. Ja, also die versteckte Durchgangstür zum Hauswirtschaftsraum, zum Speiseraum, das ist ja jetzt nur seit einigen Jahren Credo der einzelnen Küchenhersteller, dass sie das halt mit anbieten. Und ja, erkennt ihr aus unseren Küchentouren, wir planen das ja auch regelmäßig ein, wo es natürlich der Grundriss an der Stelle zulässt. Und ja, dort habt ihr die Möglichkeit, mit unterschiedlichen Breiten zu arbeiten und unterschiedlichen Funktionen. Wie gesagt, da gibt es ja mittlerweile ja die Schwingtür, die man über Ballerina-Küchen erhalten kann. Also die ist natürlich dann halt auch nochmal sehr, sehr praktisch, gerade wenn es eine Räumlichkeit ist, die man sehr oft nutzt oder beziehungsweise im Küchenalltag mit einbindet. Ob es sich jetzt um eine Tür, einen Schrank oder doch um einen Durchgang handelt. Okay, gehen wir jetzt die Küchenplanung durch. Also, auf der linken Seite wollte ich jetzt hier eine große Schrankfront haben für richtig viel Stauraum. Da ist ganz links der Kühlschrank mit eingebaut und ganz rechts dieses Mal der Vorratsschrank für Geschirr und Lebensmittel. Und für die Okay, Vorratsschränke sind jetzt rechts, der Kühlschrank ist ganz links. Kühlschrank ist immer so ein Thema in der Küchenplanung. Wie soll der Kühlschrank genutzt werden? Wie wird die Küche in den Alltag einbezogen? Das heißt, ist der Kühlschrank wichtig für das Leben, den Alltag generell, oder ist der Kühlschrank wichtig für das Arbeiten in der Küche? Na, also hier scheint es jetzt so zu sein, dass der Kühlschrank, weil er ja relativ weit wegsteht vom Arbeitsbereich, quasi am äußersten Punkt der Küche, ist die Priorität hier ja wahrscheinlich eher die, dass es sich hier darum handelt, dass der Kühlschrank vom Rest des Hauses gut zugänglich ist. Kaffeemaschine habe ich direkt eine Aussparung mitgeplant, damit ich da an der Rückwand eben auch noch die Reling mit einplanen kann und da eine schöne, aber sehr funktionale Kaffeeecke entsteht. Ja, Kaffeeecke, Kaffeebar in den Küchengrößen, wo das zugelassen wird, ist das halt auch immer ein Thema bei uns, dass wir dort entsprechend solche Plätze mit einplanen, dass quasi das Thema Kaffee separiert ist und von der Arbeitsfläche auch ein Stück weit verschwindet. Aber wie gesagt, wenn da die Größe der Küche, der Küchenraum das zulässt, weil ich es in der Küche luftig und locker lebe, habe ich mir gedacht, muss irgendwo auch das Nobilia-Stollensystem auf jeden Fall Platz finden. Ich liebe frische Kräuter, ich liebe Pflanzen, ich wollte Deko Platz haben und eben nicht alles zugebaut. Deswegen habe ich das Stollenregal da integrieren wollen und habe dort an der Küchenzeile hinten beim Wasserplatz die Spülmaschine nach links gebaut, rechts den Mülleimer und das Müllorganisationssystem und dann eben die ganze Küche einmal um die Ecke geplant und habe die Backöfen dorthin platziert, weil dort jetzt so eine Art Backecke entsteht. Auf der Kücheninsel ist dann noch die Kochplatte platziert, rechts und links, dieses Mal auch genügend Platz für Schneidebretter, sodass man da auch wirklich zu dritt oder zu viert sogar in der Küche stehen und kochen kann, weil man die komplette Kochinsel rundherum 360 Grad benutzen kann und sogar noch die Theke, die jetzt dran gebaut ist, eben auch mitnutzen kann als Fläche, an der man essen kann, an der man stehen kann, an der man einfach nur dabei sitzen kann oder eben als zusätzliche Arbeitsfläche, die man da noch nutzen kann, indem man eben stehend auch dran arbeiten kann. Das war jetzt erstmal so die erste Grobplanung und ich. Okay,
Sie ist jetzt mit ihrer Planung jetzt hier, mit ihrer Grobplanung, so nennt sie es ja auch, soweit fertig. Ich spule noch mal kurz zurück auf das Bild der fertigen Planung, genau. Und gehen wir noch mal kurz drauf ein. Wie gesagt, Stollenregal finde ich auch sensationell. Auch Feedback hier von unseren Monteuren, dass sich das quasi auch sehr gut montieren lässt. Wir kombinieren das sogar, das Nobilia-Stollenregal mit anderen Küchenherstellern. Ist ja, wie gesagt, an der Stelle flexibel und lässt halt wirklich sehr offene und sehr schöne Küchen entstehen. Und dann ist das Ganze angeordnet als L, der Arbeitsplatz mit der Wasserstelle, also mit Spüle. Geschirrspüler unten bei der Größe der Küche wäre natürlich ein hochgebauter Geschirrspüler ergonomisch an der Stelle sinnvoller. Thema ist natürlich dann immer, wie sieht das Ganze frontentechnisch aus, weil ein hochgebauter Geschirrspüler macht das Frontenbild immer ein bisschen kaputt. Aber da habe ich euch ja auch schon bei dem einen oder anderen Küchenhersteller gezeigt, wie man das auch clever integrieren kann, dass man eine saubere Linienführung hat, trotz hochgebauten Geschirrspülers. Ja, vom Arbeitsdreieck, wie gesagt, Position Kühlschrank, hatte ich schon angesprochen, ist diese Planung jetzt keine Meisterleistung, keine Glanzleistung, aber wir kennen ja jetzt auch nicht hier die Prioritäten, also Kochfeld, Backöfen, meiner Meinung nach viel zu weit voneinander entfernt, auch nicht so, dass es ja, von der Anordnung erst, dass man einen geraden Weg hat, sondern hier, wie gesagt, muss man ein Stück gerade von dem zweiten Backofen um die Insel drum herumlaufen, um zum Kochfeld zu kommen. Der Wasserplatz, das ist noch im Dreieck drin, das funktioniert noch. Klar, Arbeitsfläche ist jetzt vom ersten Blick, was man jetzt so aus der Vogelperspektive sieht, ausreichend vorhanden. Man kann natürlich auch noch die Theke mit dazu nehmen. Da es eine Kaffeeecke gibt, wie gesagt, ist die Arbeitsfläche sollte dann auch weitestgehend freigeräumt sein, so dass man das halt wirklich auch als Arbeitsfläche nutzen kann und die Arbeitsfläche hier nicht als Abstellfläche missbraucht wird. Wir lassen uns mal überraschen, wie das Ganze fertig ausschaut, und dazu springen wir jetzt in die Küchentour. Die startet bei 8 Minuten und 55 Sekunden. So. Also durch den Hauswirtschaftsraum direkt in die Küche. Da sind wir, da ist sie, die wunderschöne Küche. Und ich muss sagen, bei der Planung habe ich mir so einige Gedanken gemacht und deswegen. Okay, Mut zur Farbe. Wir haben eine sehr dunkle Hochschrankanlage mit der weißen Nische, die angesprochenen Stollenregale. Wir haben, wie ich finde, sehr schön einen Holzmix mit Stein. Im Hintergrund sieht man schon den Fliesenspiegel. Wir lassen einfach das mal weiterlaufen. Also ich finde, das Herzstück dieser Küche ist auf jeden Fall die schöne große Kücheninsel, die einfach genug Platz bietet zum Arbeiten, zum Transport. Ja, Herzstück, die Kücheninsel, klar, mit dem großzügigen Tresen war ja der Wunsch. Also das ist ja eigentlich die Hauptpriorität aus dem Bedarf gewesen. Stehen. Man kann wirklich von allen Seiten da stehen und vor allem auch mit Freunden und Familie eben schön kochen und backen und die Zeit genießen. Und hier eben eine Küchentheke, weil ich die Zeit super gerne in der Küche verbringe. Und eigentlich finden ja auch so die besten Partys immer in der Küche statt. Deswegen auch hier eine wunderschöne große Theke, an der man auch mit Barhockern sitzen kann und eben auch frühstücken kann, Mittagessen, Abendessen. Und wenn dann doch große Gesellschaft ist, ja, geht man halt dann an den Esstisch. Holzdekor. Und an sich ist jetzt hier quasi die große Kücheninsel in weiß gehalten, die ganze Küche hier in weiß gehalten. Und sieht man das hier. Spannend. Ist ja eine Nobilia-Küche. Und Nobilia bietet ja an, vermute man, dass es eine Keramikplatte ist, die Venato Bianco, mich nicht alles täuscht. Und die gibt es natürlich auch als Schichtstoffplatten in unterschiedlichen Plattenstärken. Und was man jetzt hier bei der Keramikplatte wissen muss, das ist wirklich für die Planung wichtig, man sieht es jetzt hier sehr, sehr deutlich, dass hier auf der Seite das Dekor nicht umlaufend ist, einmal nicht an der Platte, denn die Keramikplatte bekommt keine Keramikkante, sondern die bekommt eine Dickkante, also eine ganz normale Dickkante von der Küchenarbeitsplatte, hat natürlich einen kostentechnischen Aspekt an der Stelle.
Und also hier ist es wichtig, dass man weiß, dass das Dekor nicht umlaufend ist. Und somit haben wir hier natürlich auch den Bruch im Dekor, was dann die Seitenwange angeht. Also das ist jetzt halt nicht umlaufend durchgezogen. Das geht natürlich dann, wenn man hier direkt, sag ich mal, über ein Steinmetz geht und mit anderen Plattenmaterialien arbeitet, dann kann man natürlich einheitliche Dekore gestalten, dass das Ganze natürlich aussieht, als wäre es aus einem Guss, also ein kompletter Steinblock. Das ist jetzt hier so an der Stelle eben nicht möglich. Damit das Ganze aber optisch eben noch schön ist, habe ich hier diese Landhausoptik und habe quasi Landhaus mit modern. Landhaus mit modern kombiniert, haben wir ja auch schon euch eine Küche gezeigt. Allerdings jetzt nicht mit dem Farbmix, sondern eine Landhaus-Hochschrankanlage mit, ja, wir hatten da goldene Griffe drauf, goldene Knöpfe und dann der Rest der Küche war wie bei Sally grifflos und halt dort halt auch alles in weiß gehalten. Also wie gesagt, ist ein sehr interessanter Mix, kann man wirklich an der Stelle nur empfehlen, weil es halt wirklich eine Kombination aus modern, puristisch, pflegeleicht und dann aber trotzdem der ländliche, der Wohlfühlcharakter, also gerade für eine offene Wohnküche, hier ein sehr gelungener Mix. Kombiniert und habe hier dieses wunderschöne Fjordblau, was glaube ich immer die meisten begeistert, ist zum einen diese Durchgangstür, durch die ich eben gekommen bin, weil es einfach aussieht wie eine Küchenfront und es sieht aus wie ein Vorratsschrank, ist aber eben keiner, sondern der Durchgang hier zum Hauswirtschaftsraum. Ja, also hier habe ich den Einbaukühlschrank, das ist quasi nur ein Kühlschrank mit VitaFresh-Fächern, denn in der Vorratskammer im Hauswirtschaftsraum, da habe ich einen großen Kühlschrank, den zeige ich euch dann einfach nächstes Mal, wo ich eben auch einen Gefrierschrank mit dabei habe. Ein Apothekerschrank, da kann man praktisch alles verstauen, kommt von beiden Seiten gut dran, hat immer eine super Ordnung, alles ist ordentlich, alles ist verstaut, griffbereit und eben von beiden Seiten und für alle sichtbar. Ja, das hat man gerade auch nochmal das Thema gesehen. Also wir haben euch ja schon mal ein Video produziert, was die Eigenschaften von Nobilia sind. Wir hatten auch nochmal ein Vergleichsvideo, wo wir verschiedene Möbelhersteller miteinander vergleichen. Man hat es jetzt hier wunderbar gesehen. Ist halt eine Feinheit. Wir haben eine dunkle Küchenfront und wenn man den Schrank öffnet, ist der Korpus innen drin weiß. Das ist halt bei Nobilia so, da gibt es keinen Farbton, dass man jetzt einen farbigen Innenkorpus bekommt. Also hier ein weiteres Innenkorpus Highlight weiß. In der Küche ist für mich auf jeden Fall auch die Kaffee- und Müsli-Ecke. Hier habe ich unsere Müsli-Spender, an denen wir dann ja, genial, Müsli-Spender, total cool. Haben. Der Kaffeevollautomat, der jetzt hier nicht integriert in die Küche ist, weil wir hier einfach einen haben, die gibt's aber auch den man hinstellt. Und hier eben alles drumherum, was man so für den Kaffee braucht. Das heißt, ein interessanter Mix. Na, also es geht ja auch immer um Dekormixe und Design. Hier halt wirklich die Hochschrankanlage, die oberen Aufsatzschränke halt eben auch frontbündig, dann die Nische eingelassen, ein sehr modernes Element. Da steht jetzt der Kaffeeautomat, also gibt es hier kein Inbaukaffeemat, sondern ein Standgerät. Und wieder das Marmordekor. Aber die Rückwand jetzt nicht in Marmor, sondern in also ein Fliesenspiegel. Und den Fliesenspiegel, den habe ich euch ja gezeigt in einer anderen Farbe in dem Nobilia Neuheiten-Video. Fand ich auch eine sehr interessante Lösung. Also es muss nicht immer eine Glasplatte sein, es muss nicht immer das Arbeitsplattendekor sein oder halt ein Bild, sondern hier wirklich abgestimmt auf das Küchendesign ein Fliesenspiegel und mit den langen, schmalen Fliesen, also die sehen echt gut aus und haben mich auch schon auf der Nobilia Hausmesse abgeholt, muss ich ehrlich gestehen, ist ein Fliesenspiegel, der hat Charakter. Ich finde es immer ganz praktisch, wenn ihr eure Küche einräumt, dass ihr gleich... Ja, apropos Küche einräumen, klar, das eine ist hier logischerweise die Organisation. In der Planung wurde hier drauf Wert gelegt, dass natürlich auch die Schubkästenauszüge beleuchtet sind mit einer entsprechenden Leuchte, mit einer Lampe. Die hat einen Sensor, dass wenn ihr quasi den Schrank öffnet, den Schubkasten rauszieht, geht das Licht an. Der Schubkastenauszug ist beleuchtet. Wenn das Ganze schließt, geht das Licht auch wieder aus. Hat natürlich seinen Preis, aber ist wirklich
ein Mehrwert für die Küche und gerade für Ältere, wo das oder für Leute, wo das Augenlicht nicht mehr so gut ist, sollte das unbedingt mit eingeplant werden, denn das ist ein absoluter Mehrwert und ein sehr praktisches Detail. Alles, was die Kaffeemaschine braucht, eben auch griffbereit habt, sprich hier eben auch Teebeutel, weil wir hier auch Teewasser rauslassen können. Hier sind noch die Toppings fürs Müsli, die ganzen Schälchen. Und hier an der Nische habe ich übrigens keine Nischenverkleidung geplant, sondern habe das Ganze fließen lassen, sowohl hier als auch da hinten an der Küche, weil gerade diese Fliesen gerade topmodern sind. Vor allem, wenn man sie so senkrecht verlegt, ist es richtig schön. Und diese Fliesen habe ich auch in meiner Studioküche schon. Und da habe ich so ein Fischgrätenmuster gemacht. Ist auch richtig schön. Ja, und hier rechts gibt es dann den Cargo-Schrank, so heißt der. Das heißt, ich habe hier einzelne Tablare drin, die man... Okay, coole Idee, den Vorratsschrank zu nutzen für Gläser, für Geschirr. Hat natürlich dann den, mehr in Anführungsstrichen, Nachteil, das müsst ihr halt einfach mal für euch testen, in der Ausstellung, wenn euch dieser Schrank interessiert. Der ist ja tablarmäßig quasi vordefiniert, aber die Tablare können wie beim Apothekerschrank natürlich auch nachgekauft werden. Könnt ihr das Ganze noch ergänzen, wenn ihr halt mehr Stauraum braucht. Aber ihr müsst natürlich mit dem Gewicht drauf achten. Ne? Das ist jetzt ein 60 cm breiter Schrank. Die Tablare sind natürlich entsprechend schmaler, weil es gehen ja die Seitenwände maßtechnisch weg. Das Tablar muss sich im Schrank bewegen, ist demzufolge auch nochmal schmaler. Dann die Reling, also da bleibt von der tatsächlichen Fläche weniger übrig, logischerweise. Aber hier müsst ihr halt echt vom Gewicht her gucken, ob das für euch ein Thema ist, weil wenn ihr die Tür öffnet, zieht er natürlich den kompletten Schrankinhalt mit raus. Na, wie gesagt, im Studio, wenn die Schränke leer sind, ist das immer ganz, ganz nett. Aber dort muss euch klar sein, was wollt ihr da reinpacken? Für was ist der Stauraum gedacht? Und dann halt eben wirklich mal das mit entsprechend Gewicht ausprobieren, ob das dann auch zu euch passt und ob das für euch immer noch eine sinnvolle und natürlich auch bequeme Lösung ist. Man auch zusätzlich noch dazu kaufen kann. Das heißt, man kann das Ganze auch erweitern und hat dann eben den kompletten Schrankinhalt, der beim Öffnen der Tür einfach ganz praktisch mit nach vorne kommt. Hier kann man wirklich ganz viel Geschirr lagern, Vorräte, Töpfe, Pfannen, alles, was man hier auf ergonomischer Höhe braucht, alles, wo man einen schönen Überblick braucht. Gläser sind auch immer super praktisch und es ist einfach übersichtlich, geordnet und eben individualisierbar. Also mit den Gläsern eine coole Idee, muss ich sagen. Hatte ich so noch nicht auf dem Schirm. Und hier hinter mir seht ihr mein absolutes Lieblingsregal. Das ist nämlich das Stollenregal, das Stollensystem. Das kann man planen, entweder nur auf die Arbeitsfläche und quasi halb hoch oder eben so wie bei mir vom Boden bis nach oben. Deswegen habe ich auch hier die Hängeschränke drumherum so geplant. Mix. Die sind extrem hoch. Ich komme da jetzt auch so ohne Hocker gar nicht Highlight, ran. Aber das die ist praktisch Hängeschränke Stauraum, mit Glasboden, den man nutzen kann, beleuchtet. Wenn man zum Beispiel sowas hat wie saisonale Produkte, Raclette oder Weihnachtsdekoration. Was man so ein bis zweimal im Jahr braucht, dann kann man sie... Genau. Also selbst ich mit 1,90 m würde an solche Schränke nicht wirklich sinnvoll rankommen. Also hier brauchst du immer dann entsprechend einen Stufentritt, also Hocker würde ich dort an der Stelle nicht empfehlen, sondern wirklich einen festen Stufentritt, weil ihr wisst ja, die meisten Unfälle passieren im Haushalt, weil da keiner drauf achtet. Und wie gesagt, dann kommt ihr dort oben ran und ja, saisonale Sachen, die man ein, zweimal im Jahr braucht oder sehr sperrige Sachen, die können dort oben verstaut werden. Ne? Also erst auch bei den meisten Kunden, wo wir solche Lösungen planen, ist das ganz einfach so, dass dort, wie gesagt, nochmal zusätzlicher Stauraum generiert wird, der auch genutzt wird, aber wirklich für Dinge, die ein-, zweimal im Jahr benutzt werden und dann sind die dort ordentlich verstaut. Und ja, Stollenregal. Sich hier den Hocker einfach schön verstauen, kommt da oben gut ran oder man hat einfach zusätzlichen Stauraum für alles Weitere. Und das Stollenregal ist mega praktisch, weil ich finde... Es gibt übrigens Stufentritte zum Zusammenklappen, die in Küchenschränke passen. Also Zubehör für Küche, einfach mal dort stöbern, gibt es dann die passenden Stufentritte und da braucht man nicht mit dem Hocker hantieren. Das ist die Küche optisch so ein bisschen auflockert. Man kann es dekorativ benutzen, man kann es als Stauraum benutzen, man kann hier Geschirr lagern oder eben auch Vasen, Pflanzen. Und vor allem hat es hier einfach noch ein extra Pflanzenlicht. Das sieht man hier ganz gut. Und wenn man hier Kräuter und Pflanzen einfach einsetzt, dann haben die dieses Wachstumslicht und sie gehen eben nicht ein. Das heißt, das ist so eine richtige...
Ja, also das ist cool. Das Pflanzenlicht, das ist wirklich eine sehr coole Idee und funktioniert wirklich. Also man hat dort immer frische Kräuter, muss sie nicht permanent nachkaufen. Und die Holzkästen, wo die drinstehen, haben noch einen Kunststoffeinsatz. Also da braucht euch keine Gedanken machen mit quasi die Kräuter wässern. Alles gar kein Problem. Bleibt alles dort, wo es hin soll. Und die Holzkästen nehmen dann auch keinen Schaden. Besonderheit. Und das finde ich richtig, richtig gut. Und vor allem richtig schön, weil ich optisch das Regal mit diesen Regalböden eben auch an die Küche anpassen kann. Das heißt, hier habe ich die gleichen Regalböden wie vorne meine Arbeitsplatte. Da habe ich ja die Extra Ceramic Arbeitsplatte. Ja, ich glaube jetzt aber kaum, dass das Keramikböden sind. Das wären die ganz normalen Schichtstoffböden, 60 mm stark sein. In Marmoroptik, in der Farbe Venato Bianco. Und das passt hier einfach richtig, richtig gut. Und hier habe ich dann Akzente in die Küche gesetzt, nämlich einmal hier und eben auch an der Theke mit der Arbeitsplatte Balkeneiche, weil es einfach die Küche, finde ich, so ein bisschen warm macht. Und auch hier, wie gesagt. Ja, wie gesagt, ich habe vorhin schon gesagt, also das ist ein sehr, sehr gelungener Mix. Wie gesagt, ich liebe ja sowieso weiße, helle Arbeitsplatten und dann der Mix, Regalübergang, der offene Übergang mit dem Holz und dann halt auch der Tresen. Also sagt wieder die Fliesen, also hier oben Hochschränke, da sind zum Beispiel Gläser drin oder man kann ganz viele andere Dinge drin verstauen. Hier ist die Spülmaschine verbaut, da ist quasi der Wasserplatz. Bei der Spülmaschine habe ich mich für eine voll integrierte Spülmaschine entschieden. Und zwar ist es eine XXL-Spülmaschine. Und anfangs wusste ich gar nicht, ob sie hier in die Küche passt. Aber bei Nobilia kann man ja auch die Korpushöhen und die Korpusgrößen einfach individuell gestalten. Und deswegen hat hier eine XL-Spülmaschine wunderbar mit reingepasst. Und diese Spülmaschine von Bosch hat sogar den Open Assist. Das heißt, durch Berührung öffnet sich auch die Spülmaschine von alleine. Ihr habt hier im Innern kann man drei einstellen, große Körbe, drücken, öffnen, die Maxflex pro Körbe. Und alles, was in einer Spülmaschine farblich markiert ist, also hier in dem Fall rot, ist praktisch verschiebbar. Das genau, also jetzt geht es nochmal auf die Spülmaschine ein. Ihr habt ja, sagte sie ja bei Nobilia, unterschiedliche Korpushöhen vom Unterschrank her. Dann natürlich wird ein Teil halt auch über die Sockelhöhe ausgemacht. Und hier ist natürlich wichtig, jetzt nicht auf die Höhe des Geschirrspülers drauf einzugehen und damit das große Gerät da reinpasst, sondern hier sollte halt wirklich die Arbeitshöhe, die für euch passend ist, dann das ausschlaggebende Argument sein, weil es ist schön, wenn eine große Spülmaschine da reinpasst, aber ihr dann in der Küche Probleme bekommt von der Arbeitshöhe her, also ne. Darauf bitte achten, nicht die Spülmaschine gibt die Arbeitshöhe vor, sondern ihr mit eurem Körper, also mit eurer Ergonomie. Das heißt, hier oben habe ich einen Einsatz, den ich rausnehmen kann. Kann hier beispielsweise das Körbchen verschieben. Und wenn ich unten große Gläser habe, wie zum Beispiel große Biergläser oder einen großen Krug, kann ich den hier reinstellen und dann verschiebt sich da auch nichts und es fällt nichts um. Und man hat dann eben auch extrem viel Platz für hohe Gegenstände. Und hier habe ich zum Beispiel die Extra Clean Zone, die ist jetzt gerade aus. Und zwar entsteht da, wenn man das aktiviert. Also wir haben euch ja zum Thema Geschirrspüler auch letztes Jahr auf der IFA, Video kann man auch euch nochmal verlinken, mit gezeigt, nochmal sehr ausführlich, was 60 cm, 45 cm. Also dort bekommt ihr auch nochmal einen sehr guten Überblick zu den Bosch-Geräten. Oder ihr schaut das Video an, da haben wir euch mal eine direkte Kaufberatung herstellerübergreifend zum Thema Geschirrspüler gemacht. An der Stelle auch nochmal sehr empfehlenswert. Aktiviert ein extra großer Wasserdruck. Das heißt, wenn ich mal was Eingebranntes habe oder zum Beispiel Backformen mit Kuchenresten, dann kann ich die hier reinstellen und dann wird da wirklich mit erhöhtem Wasserdruck einfach auch alles richtig schön sauber. Und auch hier, alles was rot ist, kann man einfach schön umklappen. Dann hat man einfach extrem viel Platz für alles, was an Staub. Ja, also nochmal drauf eingehen mit der extra Säuberungszone. Die ist halt wirklich nur im Oberkorb. Halt ist er auch nicht groß. Also für Schüsseln passt das ganz gut. Also eine große Auflaufform ist dann schon eher schwierig oder ein großer Topf. Wenn ihr wirklich sehr stark verschmutztes Geschirr habt, weil ihr sehr aktiv in der Küche seid, dann gibt es natürlich auch Geräte, zum Beispiel von V-Zug. Die haben da eine extra Funktion, wo ihr halt wirklich eingebrannte Töpfe wieder richtig sauber kriegt, ohne dass ihr selber dort Hand anlegen müsst. Und funktioniert das im kompletten Geschirrspüler und nicht nur halt in dem einen kleinen Bereich im Oberkorb. Wo gut eben da ist.
Was das Schöne ist an den Bosch-Spülmaschinen, zum einen ist sie voll integriert. Ihr könnt sie mit Home Connect verbinden. Ihr könnt eine Extra Silence-Funktion einstellen. Das heißt, ihr habt einfach absolute Ruhe. Ihr könnt die Zeit einstellen und durch Timelight könnt ihr euch am Boden auch anzeigen lassen, was noch die Restlaufzeit ist. Und dann sieht man das eben auch immer. Ja, auch sehr schön, dass halt eben wirklich die seitlichen Verblendungsleisten von der BSH hier ist der Wasserplatz und das Waschbecken. Hier nebendran habe ich nämlich den Müllplatz. Das heißt, wenn ich hier an der Spüle stehe und zum Beispiel Essensreste habe, kann ich sie direkt hier wegschmeißen und hier nach links drehen und habe eben meine Spülmaschine. Also richtig praktisch, weil man sich dann so nicht in den Weg kommt. Schon an der Stelle sinnvoll. Hier haben wir auch dieses wunderschöne Arbeitsdreieck zwischen Wasserstelle, Kochplatz und Vorbereitungsplatz. Man hat also kurze Arbeitswege und hier bin ich auch schon direkt an der Kücheninsel, am Herzstück meiner Küche. Und die Kücheninsel ist, wie gesagt, komplett in Weiß gehalten. Die Front ist einfach die Artis-Front in Weiß. Sieht man das Das sieht aus wie eine Glasfront, ist aber keine Glasfront, hat eine schöne matte Oberfläche, ist total kratzunempfindlich, leicht zu reinigen und hat einfach eine schöne, richtig tolle, samtige Optik. Hier habe ich eben die Extra Ceramic Arbeitsplatte drauf. Ich gehe nochmal kurz drauf ein. Also Smart Glass Front haben wir euch auch schon mal in einem Video vorgestellt. Also wirklich eine sehr, sehr robuste Front. Bei Nobilia leider nur in Mattweiß und in einem matten Grauton. Der Vorlieferant ist, ist Rehau. Also das sind mit, also wie ich kenne, mit die besten Smart Glass Fronten, die da auf dem Markt aktuell unterwegs sind, werden auch unter anderem von Burnout Kitchen, also die Outdoor-Küche verwendet. Und also das sagt ja dann schon sehr viel über die Robustheit aus. Und andere Hersteller, wie zum Beispiel Ballerina Küchen an der Stelle, bieten für Smart Glass Fronten eine deutlich größere Farbpalette im Matt und halt auch im Hochglanzbereich. In Marmormuster. Und das Schöne an den Extra Ceramic Platten ist, dass sie einfach... Ja, jetzt hat man das nochmal genau gesehen. War zu langsam, was ich vorhin erklärte, mit dem Maserungsübergang, also mit dem Maserungsverlauf. Also das funktioniert dann hier an der Stelle dann eben mit den Nobilia-Platten nicht. Klar, die sind halt kostengünstiger, aber halt eben für ein einheitliches Design ist es nicht geeignet. Naturgetreu sind, sie sind super in der Reinigung, pflegeleicht, kratzfest, haben eine stoßunempfindliche Kante hier außen und vor allem ist ein flächenbündiger Einbau von Kochfeldern und eben auch von dem Waschbecken möglich, sodass man einfach hier keine Kante hat, über die man wischen muss, sondern einfach alles nur schön sauber gestalten kann. Hier habe ich ein schönes großes Kochfeld mit einem Muldenlüfter, was ich auch immer sehr praktisch finde. Man verliert dann zwar die erste obere Schublade, aber ich finde trotzdem, dass Muldenlüfter einfach super sind, weil sie so funktionieren, dass hier der Dunst entsteht und einfach direkt abgezogen wird. Man hat keine Dunstabzugshaube hier in der Luft hängen, es ist alles schön sauber und vor allem kann ich hier einfach die Filter rausnehmen, ganz einfach reinigen, auch diese hier herausnehmen, in die Spülmaschine mit reingeben und das Ganze ist super sauber, leicht zu reinigen. Ja, also das ist natürlich klar. Muldenlüfter, Platzbedarf im Schrank und dann Fettfilterkassette ist mittlerweile bei allen einfach leicht rauszunehmen. Bei Bosch dann in dem Falle auseinandernehmen, in die Spülmaschine packen. Die BSH-Kochfelder, also Bosch, Siemens, Neff, das passt dann, das ist ja alles letztendlich baugleich. Und hier hatten wir euch ja auch nochmal dann entsprechendes Video vorbereitet, beziehungsweise ist ja auch schon online, wo nochmal auf die einzelnen Eigenschaften eingegangen ist, um halt auch nochmal das ganze Thema vergleichen. Also hier auch nochmal wirklich die Empfehlung, dorthin zu schauen. Und ja, wie es ein anderer Hersteller propagiert, es ist ja quasi der Metallfettfilter nimmt ja sehr viel Fett auf, also gerade wenn man viel mit einer Pfanne arbeitet, weil ja das direkt nach unten gezogen wird. Und hier ist halt unheimlich wichtig, dass der Metallfettfilter wirklich regelmäßig gereinigt wird. Und damit ihr dann halt auch immer auch ein einsatzbereites Kochfeld habt, empfiehlt es sich halt wirklich, einen zweiten Metallfettfilter oder einen zweiten Satz Metallfettfilter hier in dem Falle parat zu haben, dass halt der eine Satz in die Spülmaschine kann, der andere saubere wird wieder eingesetzt. Denn wenn ihr das Kochfeld mal ohne benutzen solltet, ist das natürlich ein Thema, wo ihr halt den ganzen Abluft oder den ganzen Luftsystem dort halt eben keinen Gefallen tut. Einigen und eben auch sehr, sehr pflegeleicht.
An der Insel habe ich jetzt hier alles weitgehend mit Auszügen geplant, weil ich auch finde, dass Auszüge in der Küche einfach für besseren Stauraum sorgen. Man hat einen besseren Überblick und eben auch die Ordnung und kommt von allen Seiten gut dran. Auch hier so ein kleiner Apotheker für Ölflaschen, Gewürze und eben alles, was man so täglich braucht. Hier habe ich übrigens den Stauraum in Form eines Eckschranks genutzt. Und zwar habe ich hier diesen Nierenschrank, den man eben schön rausziehen kann und praktisch alles verstauen kann. Auch ja, beim Eckschrank, das ist halt immer wichtig. Wie groß ist die Küche? Wie ist die Küche geplant? Macht ein Eckschrank an der Stelle Sinn? Macht er keinen Sinn? Ist natürlich auch ein Thema Frontaufteilung etc. pp. Also spielen viele Aspekte rein. Und da müsst ihr halt, dürft ihr halt einfach auch für euch entscheiden, ob das überhaupt an der Stelle ein sinnvolles Gimmick ist. Hier unten, und das ist immer ganz praktisch für Töpfe, Pfannen, alles was schwer ist, alles was man auf ergonomischer Höhe braucht, denn dann verschwindet es einfach hinten in der Ecke und man hat nicht so ein totes Eck hier in der Küche. Hier noch ganz gut gelöst, einfach mit tiefen verkürzten Schubladen mit Auszügen, wo man eben auch ganz praktisch alles drin verstauen kann. Und hier ist mein abgesetzter Backofenschrank, auch in Fjordblau gestaltet, denn ich wollte hier einfach beide Backöfen auf dieser Seite haben, vor allem. Das ist jetzt halt, finde ich, eine schöne Lösung, aber ein unschöner Anblick, denn jetzt illern unterhalb der Bosch-Backöfen, wenn man jetzt eine weiße Front hätte, würde das jetzt nie auffallen, wäre ja dann auch sauber gelöst. Jetzt haben wir aber die dunklen Fronten, haben den weißen Korpus und jetzt leuchtet natürlich unter den Backofen der Korpusboden weiß wunderbar durch. Wie ich finde, ist jetzt leicht störend. Abhilfe kann man schaffen, indem man jetzt hier natürlich quasi einen dunklen Korpus genommen hätte. Bei Nobilia wäre der Außen dunkel, die Kanten wären dunkel, innen drin wäre der weiß, aber die Kante wäre dunkel. Oder wenn man jetzt halt, wie gesagt, mit dem weißen Korpus arbeitet, weil man ja noch weiße Möbel in der Küche hat, dann gibt es von Bosch dann schwarze Verblendungsleisten, die man dort hätte mit einbauen können und dann wäre das Ganze sauber und optisch auch einheitlich. Kombiniert mit unserer wunderschönen Tapete. Die ist wirklich auch wischfest. Selbst wenn da mal was drauf spritzen würde, kann man sie einfach super gut reinigen. Vor allem passt die Tapete optisch wirklich wunderbar in diese Küche, weil ich beim Blumenmuster das Fjordblau mit aufgegriffen habe, dann das Schilfgrün aus dem Hauswirtschaftsraum und einfach noch verschiedene Farben dazu kombiniert habe, sodass man hier in der Küche zwar alles in blau-weiß gestaltet hat, aber durch die Tapete ist es eben so, dass ich einfach alle Farben, die ihr auch hier in den Blumen seht und auf der Tapete mit hier integrieren kann und einfach die Küche immer mal wieder umgestalten kann optisch. Das ist echt schön. Und ich finde. Also ist mega, sieht echt genial aus. Und da hat man ja auch auf der aktuellen Nobilia-Hausmesse euch ja auch mal ein Video ein bisschen anders aufbereitet, wie man Küche in Szene setzen kann. Und da kamen ja auch solche überdimensionalen Bilder, solche überdimensionalen Dinge mit vor. Der Fliesenspiegel war auch mit dem Thema. Aber wie gesagt, das ist da darf man auch ruhig mal Musterfarbe haben, sehr, sehr sowohl schön bei der Tapete als auch bei den Fronten. Weil ich finde, gerade dieses Blau ist zwar ein sichtbar dunkles Blau, aber ich finde, es ist jetzt nicht so krass, dass man sagt, man sieht sich irgendwann satt daran, weil es einfach so eine schöne gedeckte Farbe ist, die eigentlich immer top aktuell und modern ist und man sie wirklich wunderbar zu allem kombinieren kann. Meine zwei Bosch-Backöfen sehen optisch beide gleich aus, beide Serie 8 Accent Line, einfach in diesem schönen, wundervollen Schwarz. Sehr stilvoll und elegant, vor allem auch, weil ich hier den schwarzen Griff habe und einfach nichts aus Edelstahl mit dran platziert ist, sondern einfach alles wunderschön clean und sauber aussieht. Sie haben hier beide den digitalen Bedienring. Das bedeutet, ich kann hier alles auf diesem Display bedienen. Ich kann beide Geräte mit Home Connect und sozusagen auch mit meiner Sallys Welt App kombinieren, denn dann könnt ihr euch alle Rezepte aus der Sallys Welt App. Ja, das ist natürlich ein Riesenvorteil, dass Bosch und Sally halt quasi zusammenarbeiten. Dann kann man halt wirklich die Geräte mit der Sally App verbinden. Das ist genial. Der hier links ist nämlich mit festem Veranschluss.
Die neue Serie 8 ist halt auch mit den riesengroßen Farbdisplays ist schon mit dabei. Ihr könnt hier verschiedene Programme auswählen, wie zum Beispiel Volldampf. Ihr könnt euch Favoriten markieren, könnt auch hier verschiedene Gerichte auswählen und euch quasi durch das Backen durchleiten lassen. Ja, hier habt ihr zum Beispiel den Backsensor noch mal auf die für Backöfen verschiedene ein. Kuchen, für Tarts oder Kekse. Auch hier den Serie 8 Dampfbackofen, den haben wir euch auch schon mal mit entsprechend vorgestellt. Also auch dort können wir mal ganz das Handy mitverfolgen könnt, vollumfängliche Beschreibung bzw. Vorstellung könnt ihr euch das nochmal anschauen. Oder auch Brot und Baguette. Könnt hier Kuchen auswählen, Brot, Brötchen und verschiedene andere Gerichte. Und selbst wenn man wirklich gar nicht kochen und backen kann, aber es trotzdem versuchen möchte, ist der Bosch Backofen wirklich, muss ich sagen, so die perfekte Lösung, weil man sich durch die Gerichte leiten lassen kann. Und wer Backprofi ist, ist auch richtig gut bedient, weil der Ofen wirklich alles kann. Also von Volldampf bis zu jeder Heizart ist da einfach alles mit aktuellen Geräte, nicht nur von Bosch, was sind halt Dampfbacköfen sind, gibt es ja von allen oder von vielen Herstellern. Also das ist halt schon sehr gut, sehr gute Geräte und wie gesagt auch für Nichtköche perfekt. Weil man so ein bisschen Feuchtigkeit in den Ofen bekommt und durch Dampfstoß die übrigen Heizarten einfach wundervoll aufpimpen kann. Man kann auch hier eine Mikrowellenfunktion nutzen. Ja, und hier der Backofenschrank, das ist für mich so mein Backschrank. Das heißt, hier sind Auszüge, in denen ich wirklich alles gestalten kann. Und auch hier habe ich bei allen Auszügen das so gemacht, dass immer eine Innenraumbeleuchtung da ist. Sobald die Schublade aufgeht, ist praktisch der ganze Innenraum der Auszüge beleuchtet. Und rechts und links gibt es hier noch Fächer. Das zum kann man auch gleich nochmal mit drauf eingehen. Das ist Nobilia-typisch. Und zwar die Glasseitenverblendung. Klar, das haben viele Hersteller, aber bei Nobilia gibt es für die Innenauszüge dann auch nochmal die Glasverblendung vorn, also dass man von vorn in den Auszug reinschauen kann. Ziehen und da hätte ich jetzt quasi mein ganzes Backs. Und das ist uns auch schon mal passiert. Ich glaube jedem, gerade bei einer Küche, wo unheimlich viele Auszüge sind, da fehlt die Abdeckkappe am Innenauszug, wo man einstellen kann. Sortiment mit reingestellt. Das heißt Backformen, Backbleche, Backofenhandschuhe, Muffinförmchen und alles so hochkant rein, gerade in den großen Bereichen. Und hier rechts habe ich sogar extra noch ein Fach freigelassen, um alle Bleche eben hochkant mit reinzustellen. Aber Sally, da gibt es doch clevere Lösungen, wie man ein Backblech verstauen kann. Ja, nach hier vorne an der Insel gibt es natürlich Stauraum, den man super nutzen kann. Außen habe ich jeweils einen Auszug mit Innenauszügen. Da kann man auch alles praktisch drin verstauen. Und hier dann unter der Theke einfach Türen. Und ich weiß, da kommt man jetzt wegen den Barhocker nicht so gut ran, aber da kommt auch alles rein, was man eben nicht so jeden Tag braucht. Bei mir war hier vorne zum Beispiel so eine Art Büroschublade für alle Briefe, die ankommen, für alles, was naja, man also irgendwann der zwischendurch Schubkasten muss. Also hinter der Tür mit der Tresenplatte drüber wird man auch schlecht rankommen, auch wenn er jetzt nur ein Teil verdeckt ist. Aber es ist, also der ist suboptimal. Da wären vielleicht nur Einlegeböden sinnvoller gewesen. Wenn Farben zusammenpassen, wenn die verschiedenen Oberflächen zusammenpassen. Und ich finde, was einer Küche auch noch so ein bisschen Gemütlichkeit gibt, ist natürlich auch das Licht, die Beleuchtung. Und ich habe in der Küche ganz viel indirektes Licht platziert, nämlich in den Hängeschränken. Das bringt ja so eine schöne gesehen, Wärme mit mega rein. Auch in der Sockelleiste und hier bei den Griffmulden sind auch überall, dank Klein N, eben auch. Sockelleiste kommt wieder, das war mal ein paar Jahre verschwunden, aber mittlerweile ist das wieder ein Thema. Und ich muss auch sagen, ich habe bei mir zu Hause die auch wieder aktiviert. War es lange Zeit aus, aber mittlerweile ist er auch wieder an. Die kann man schön aufschieben, das ist so eine Evoline-Steckdose. Da kann man zum Beispiel auch das Handy drauflegen zum induktiven Laden und benötigt wirklich kein Ladekabel. Und man kann das Ganze eben aufgeschoben für eine Steckdose benutzen, für eine Küchenmaschine. Nee, sonderlich groß oder auch gerne von der Fläche her, weil das Kochfeld drin ist, der Tresen ein bisschen weg. Die Steckdose hätte ich in die Seite gesetzt, beziehungsweise in die verlorene Blende, in den verlorenen Schubkasten, wo das Kochfeld, der Lüfter drin sitzt, dort dann eventuell nochmal die Steckdose mit reinsetzen. Die Wand schön gestrichen, ein Sideboard gebaut, beziehungsweise ein Sideboard einfach mit Leisten aufgepimpt. So, wo ich nochmal drauf eingehen wollte, Anfang hatte ich ja gesagt, ist jetzt anscheinend jetzt nicht Thema, ist halt wirklich das Thema Ergonomie. Sally selber ist ja, sag mal, ziemlich groß für eine Frau und man sieht, dass das von der Arbeitshöhe für sie wahrscheinlich stimmig ist und passend ist. Aber der Murat ist ja deutlich kleiner
Und wenn man sich die ein oder andere Insta-Story von Murat mal anschaut, sieht man, wenn er an der Küche arbeitet, dass die Küche einfach von der Arbeitshöhe für ihn viel zu hoch ist. Er zieht die Schulter hoch, er steht sogar, wenn er im Topf rührt, richtig schief da. Also wenn man das sich mal bewusst anschaut, sieht man, dass das also dass die Küche für Murat ein absolutes No-Go ist. Also hier wäre es wirklich an der Stelle sinnvoll gewesen, dass er auch am Anfang, er sagt, das ist eine Familienküche für alle. Die Kinder sind ja wahrscheinlich auch noch nicht so groß, dass man hier an der Stelle halt wirklich die Chance genutzt hätte und mit zwei unterschiedlichen Arbeitshöhen gearbeitet hätte, hätte sich ja hier wirklich an der Stelle super angeboten, dass L hinten mit dem Wasserplatz etwas erhöht, die Insel mit dem Kochfeld ein Stück niedriger. Denke man, das hätte hier an der Stelle wirklich Sinn gemacht und hätte der Optik überhaupt nichts abgetan. Also an der Stelle finde ich, ist die Küche hat einen dicken, fetten Minuspunkt. Das passt farblich da jetzt einfach perfekt mit dazu. Und ich finde es auch immer super schön, und das habe ich hier auch gemacht, dass diese komplette Wand, diese komplette Küchenwand einfach in die Wand mit integriert ist. Ja, ein Trockenbau. Das heißt, also wie gesagt, optisch ist das Thema super. Also ist die Küche wirklich super umgesetzt. Ich finde es einfach super schön, wenn man eben den Abschluss nicht sieht, das, sondern einfach ist wirklich, alles in die Wand also mit integriert ist. Alles fühlt man sich wohl, keine Frage. Aber vom Praktischen her, es sind ja wirklich ein paar Baustellen drin, wo ich sage, das wird sich über die Zeit zeigen, dass das nicht funktioniert. Und da ist dann die Frage, wann es denn die nächste Küche gibt, weil die Küche ist ja wurde jetzt nach 5 Jahren ausgetauscht, klar, ja, durch die Werbepartnerschaft. Aber lass uns mal überraschen. Natürlich sehr anders als meine. So, jetzt geht's nochmal in den persönlichen Teil. Wir haben jetzt die Küchentour quasi abgeschlossen. Und ja, Statement hatte ich gerade gesagt, also die Küche optisch und stylisch absolut top, keine Frage. Die verwendeten Materialien, Geräte ist auch alles super. Rein von ja dem vom Praktischen her, von den Arbeitswegen, Arbeitshöhen, Positionen einzelner Geräte finde ich das Ganze schwierig. Wie gesagt, ich kenne jetzt die Prioritäten, die im Detail, war ja dann auch in der Planung nicht mit anwesend. Aber das ist eigentlich meiner Meinung nach ein gutes Beispiel, dass in einer Küche die Arbeitsraum sein soll, was er ja auch am Anfang gesagt hat, also auf Familienmittelpunkt sein, wo alle zusammen mitmachen können, gibt das die Küche meiner Meinung nach nicht her. Also hier ist es eine Fehlplanung aus meiner Sicht. Und das hätte man an der einen oder anderen Stelle wirklich besser und anders lösen können und sicherlich auch sollen. Und wenn man jetzt nochmal auf die eingekürzte Bedarfsanalyse geht, da haben wir die ganzen praktischen Aspekte, haben wir dort irgendwo letztendlich gefehlt, wurden, denke ich mal, weggelassen, aber in der Umsetzung wurden sie irgendwie auch weggelassen. Also an der Stelle eine schöne Küche. Aber wie ich finde, unpraktisch. Wie ihr praktische Küchen gestalten könnt, findet ihr in unseren Videos. Dazu empfehle ich euch den Link. Wenn ihr keine neuen Videos verpassen wollt, dann gerne unseren Kanal abonnieren, die Glocke setzen. Das ist übrigens kostenfrei. Und dann sehen wir uns immer mittwochs und sonntags, wenn es heißt Küche gut, alles gut. Ciao, tschüss, euer Robert.